Scheiße. So, probieren wir das jetzt hier mit dem Haus nochmal. So, jetzt ist er unten am Boden, der Aff. Boah. Sag mal, bist du allergisch gegen das Betäubungsmittel oder warum fliegst du jetzt schon wieder weg? Naja, das letzte Mal haben wir hammer viel reingeknallt. Ja, aber ne? Der haut ab, der Feigling. So, jetzt habe ich ihn erstmal wieder hier an der Base. Nein, nein, das war nicht gut. Jetzt macht er mir den Kühlschrank kaputt. Komm raus hier jetzt, sag ich. Das ist mir auch schon mal passiert. Und lass den Kühlschrank in Ruhe. Total toll. Und geh von... Das ist so definitiv nicht der Plan. Jetzt hängt er nämlich hier im Haus fest, der Blödmann. Wie ist denn der da reingekommen? Ja, ich wollte rein. Ah, fuck. So. Ich bin momentan gerade ein bisschen, das ärgert mich gerade. So, jetzt ist er... Und weil du aufnimmst, bist du noch nicht ausgerastet. Entschuldigung. Aber ich verstehe das. Ich wäre auch... So, jetzt fliegt er wieder weg. Ich kann's, ich glaub's nicht. Jetzt mal die hier drauf. So. Soll ich einen Beschwörungspool mitbringen? Beschwörungspool, das hilft im Moment nichts. Weil, Georgie Seelenstein noch im Haus drüben drin ist. Ja, da bin ich doch auch. In, nein,
In dem Stadthaus. Oh. Oh, es ist nicht dein Ernst. Oh nein. Ja. Oh. Oh Gott. So. Jetzt kommen wieder. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich probiere hier möglichst viel zu treffen. Und mich nach Möglichkeit möglichst wenig treffen zu lassen. Jetzt fliegt er wieder weg. Ach ja, Moment. Und ich schieße hier mehr vorbei, habe ich das Gefühl, als dass ich ihn tatsächlich treffe. Ah, fall halt dann runter. So, er dreht wieder eine große Kurve und jetzt kommt er wieder auf mich zu. So, und er ist am Boden. Na Gott sei Dank. Hattest du gesehen, wo ich die Palisaden hingelegt habe? Nein, aber hier sind alle Kisten kaputt.
Oh nein, da waren die Palisaden drin. Also, zumindest hier drin. Hast du sie draußen in die Kisten gelegt? Ja. Ah, die sind auch kaputt. Okay, aber da ist das ganze Zeugs noch da. Und ich bin überladen. Das ist toll. Lebt der Kühlschrank noch? Ich glaube nicht. Ja, doch, der Kühlschrank lebt noch. So, ich pack den Kühlschrank jetzt mal Zeugs rein. So viel er tragen kann. Und, Mann, was ist passiv? Das mit dem Pfeifen ist fürchterlich ätzend jetzt hier. So. Bleib stehen. Er ist natürlich nicht da runtergefallen, wo wir schon Palisaden haben, sondern er muss natürlich auf der anderen Seite runterfallen. Das ist normal. So. Kriegst du jetzt erstmal einen Druck hier hin? Ja, das schaut noch gut aus. Also so wie es am Schluss gelaufen ist, so hätte es eigentlich die ganze Zeit sein sollen. So ist es aber nie. Ja, also dass ich hier meinen Georgie verliere, das war definitiv so nicht geplant. Hast du den Sattel für ihn mit? Ich glaube, es ist hier noch ein Nighthawk-Sattel da, ja. Du glaubst? Mhm. Weil die Kisten ja alle kaputt sind. Ja, ich schau gleich nochmal. Jetzt muss ich aber erstmal Futter holen. So, wo ist jetzt das ganz gute Jamie? Da oben 63. Und dann nehmen wir das andere hier noch mit. Und hier ist ein Greifensattel. Toll. Nee, es ist kein Nighthawk-Sattel da.
Hattest du den bei dir im Schrank? Das kann durchaus sein, ja. Aber es müsste, glaube ich, noch irgendwo irgendeiner sein. So, das Tor ist da. So. So, Happy Taming. Na. So, das Einzige, was mich jetzt ein bisschen sehr nervt, ist, dass man ihm keinen Namen geben kann. Weil das mit dem Namensvergeben ja im Moment überhaupt nicht funktioniert. Also auch Ändern von Namen funktioniert nicht wirklich. Ich habe deinen Sattel geholt. Ja, super, ne? Danke. Bei wie viel Prozent sind wir denn jetzt schon bei der Shipyard? Ich gucke gleich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Shipyard noch vorm Nighthawk fertig getankt sein wird. Fertig getankt vor allem, ich rede Bullshit. Das macht nichts. Ach ja. ...1980 Leben, oder? Welche Farbe hat sein Schwanz? Schwarz. Wenn man so ein Geboller hören kann, dann ist das unten mein besoffener Nachbar. Nee, ich glaube, man kann kein Geboller hören. Also bei mir nicht so. Bei dringt das nicht durch. Ich hab's an meinen Füßen ganz toll gemerkt und auch gehört. Morgen ist der Herrentag, da dreht er mal. Hat er wieder einen guten Grund zum Saufen gefunden? Wow. Wahrscheinlich hat er sich dazu noch einen Johnny gepfiffen. Man weiß nicht. Naja, hier ziehen sie jetzt auch die ganze Zeit rum, dann mit Bollerwagen und so. Ist zwar eigentlich nicht so unbedingt die bayerische Tradition, aber Vatertag wird halt überall gefeiert. Und wenn man einen Grund zum Saufen hat, dann tut man das halt auch. Ich bin kein Vater, deswegen darf ich nicht. Das geht ja rasant voran. Also ich schätze mal, das werde ich wohl irgendwie zusammenkürzen müssen.